Die Plenarsitzung im Landtag beginnt mit einem Schweigemoment in Gedenken an den 35-jährigen Chemnitzer, der vor rund anderthalb Wochen durch einen Messerangriff getötet wurde. Ein Verbrechen, dessen Nachhall die Stadt Chemnitz und den Freistaat einmal mehr in die internationalen Schlagzeilen brachte. Anlass für eine Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, der nach den Protesten, Ausschreitungen und Gewaltakten schärfer gegen Rechtsextremismus vorgehen will. Ich bin der festen Überzeugung, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist. Und deswegen müssen wir mit aller Kraft gegen diese rechtsextremistischen Tendenzen arbeiten. Gleichzeitig verwahrte sich Kretschmer gegen eine unsachliche Darstellung der Chemnitzer Ereignisse. Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert ist, nicht richtig beschreiben. Er warne vor einer Überheblichkeit gegenüber Ostdeutschland, denn gerade in der Einschätzung der Flüchtlingspolitik habe die Sächsische Union bisher richtig gelegen. Ich persönlich glaube, dass die neuen Länder in mancher Hinsicht Seismograph dafür sind, was in Deutschland gerade passiert und was auch in einigen Jahren in ganz Deutschland Thema und Stimmung sein wird. Mitverantwortlich für die gesellschaftliche Spaltung und die jüngsten Ausschreitungen sei die AfD, so Kretschmer. Wer Volksverräter und dergleichen rufe, stehe außerhalb der Rechtsordnung. Vielen in der Opposition kommt Kretschmers Positionierung zu spät und die Linke zweifelt an der Glaubwürdigkeit. Für viele innerhalb der sächsischen CDU steht der Feind links und nicht rechts. Sie negieren ein vorherrschendes Problem seit vielen Jahren. Sie kriminalisieren lieber zivilgesellschaftlichen Protest. Sie sind nur dann aktiv und offensiv gegen Rassismus, wenn sie damit beim aktuellen Publikum punkten können. Auch die SPD räumt ein, im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht immer die Unterstützung der CDU-geführten Staatsregierung gehabt zu haben, hält die Kritik der Linken allerdings für rückwärtsgewandt. Wer allerdings die Zeit nutzen will, nur um die Fehler der Vergangenheit hoch und runter zu beten, der muss sich fragen lassen, ob er ernsthaft an einer Veränderung der Verhältnisse interessiert ist oder sich bereits im Beklagen eingerichtet hat. Auch das kann bequem sein und die Rede von Herrn Gebhardt war dafür der beste Beleg. Aus Sicht der AfD habe der Rechtsstaat sein Gewaltmonopol aufgegeben. Herr Kretschmer, solange die Bürger noch Respekt haben vor der Politik und vor dem Staat, läuft für Sie eine Galgenfrist. Die Demonstrationen von Chemnitz zeigen, wie schnell Angst und Trauer in Wut umschlagen. Harsche Kritik der Grünen an der Wortwahl der AfD, die sich als Verteidigerin der deutschen Kultur bezeichne. Unsere Kultur manifestiert sich in unserem Grundgesetz. Dort sind unsere Werte niedergelegt. Und es sind nicht Sie, die diese Werte verteidigen und hochhalten. Und wenn Sie hier mit Begriffen kommen wie Wut der Bürger, es ist bald zu spät, und dann von Galgenfrist sprechen, das ist finsteres Sprech der 1930er Jahre. Der CDU werfen die Grünen Regierungsversagen vor. Eine klare Positionierung zu Chemnitz habe man sich unmittelbar nach den Ereignissen schon am Sonntag erhofft. Ja, und die gesamte Debatte im Landtag hat heute meine Kollegin Uta Deko verfolgt. Ihre Einschätzung jetzt dazu, ob die Rede von Ministerpräsident Kretschmer die Parteien einen konnte. Die Regierungserklärung hat das Zeug dazu gehabt, dass ein sächsischer Ministerpräsident sagt, aus seiner Sicht ist der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie. Das hat es so noch nicht gegeben. Für diese Klarheit zollen ihm viele Oppositionspolitiker jenseits der AfD hier durchaus Respekt. Teilen tun sie auch seine Meinung, dass differenziert werden müsste, gerade bei der Betrachtung der Chemnitzer nicht pauschalisiert werden dürfte. Da können sich auch alle hinter versammeln. Strittiger allerdings ist schon seine Aussage, dass da kein Mob unterwegs gewesen sei, dass es keine Hetzjagd gegeben habe. Da wurde auch am Rande noch viel diskutiert darüber, weil mancher jetzt natürlich befürchtet, dass jetzt eine semantische Diskussion darüber losgeht. Wann ist es denn eine Hetzjagd? Wie viele Jagdszenen müsste es dafür gegeben haben? Denn auch Landtagsabgeordnete waren in Chemnitz unterwegs und haben hier noch mal gesagt, dass sie sehr wohl Jagdszenen in der Stadt wahrgenommen haben. Ja, und manch einer befürchtet jetzt, dass dieser Satz der einzige ist, der medial am Ende stehen bleibt von dieser Rede. Und das wiederum, so sagen viele auch aus der eigenen Partei, würde dieser Regierungserklärung des Ministerpräsidenten nicht gerecht werden.